Ist ChatGPT die nächste Geheimwaffe, wenn es um das Thema Website-Texte, Erstellung von Inhalten für deine Website und das Ganze sogar Suchmaschinenoptimierung geht? Bleib unbedingt dran, weil genau darauf gehen wir in diesem Video ein. Mein Name ist Phil Posch, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Posch Consulting GmbH. Wir machen Suchmaschinenoptimierung für Händler, Hersteller, Dienstleister aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit einem vertrieblichen Ansatz. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen dabei, in Google nicht nur gut gefunden zu werden, sondern eben auch ihre Zielgruppe bestmöglich zu erreichen und zu überzeugen, damit sie mehr Anfragen, mehr Verkäufe erzielen. Also, es ist in aller Munde, wir müssen uns unbedingt diesem aktuellen Thema widmen, das Thema ChatGPT, künstliche Intelligenz. Es gibt unzählige Tools mittlerweile, künstliche Intelligenzen, wenn man so will, die man anzapfen kann online, die man kostenpflichtig oder kostenlos buchen kann, um damit eben Inhalte zu erstellen. Die Frage ist natürlich jetzt, was kannst du mit diesen Inhalten anfangen, außer einfach nur lustige Späße zu machen. Wir haben zum Beispiel hier im Team über das Thema Songtexte gesprochen und da kann man schon sehr lustige Sachen mitmachen. Aber grundsätzlich erstmal, was ist eigentlich diese künstliche Intelligenz, insbesondere ChatGPT? ChatGPT ist ein Tool, was du als Anwender kostenlos aktuell nutzen kannst. Das heißt, du gibst diesem Tool, dieser Intelligenz einfach einen Befehl, sowas wie schreib mir einen Text zum Thema Konferenztische und auf einmal siehst du, wie diese künstliche Intelligenz einen zusammenhängenden Text formuliert und das Ganze auch in einer Sprache, die es eben augenscheinlich so oder das so wirken lässt, als hätte das ein Mensch geschrieben. Und es ist tatsächlich so, dass der aktuelle Stand schon ein sehr brauchbarer Stand ist, nämlich einer, mit dem du sagen kannst, damit kannst du arbeiten, damit kannst du für deine Website oder auch für andere, Printprodukte oder eben Inhalte erstellen. Es gibt aber auch ein paar Gefahren, wenn man so will. Und auch darauf werde ich am Ende dieses Videos eingehen. Und vorweg möchte ich dir aber gerne mal am Laptop zeigen, was du alles mit diesem Tool machen kannst. Okay, lass uns einfach mal direkt ins Tool schauen. Ich habe mir die Oberfläche von ChatGPT schon aufgerufen. Du kannst es einfach mal googeln und du wirst das Tool finden. Wir packen den Link aber auch gerne unter dieses Video nochmal in die Beschreibung. Ich zeige dir einfach mal ein Beispiel, wie wäre es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ratgeberartikel schreiben würde zum Thema, sagen wir mal Lohnfertigung, würde ich natürlich erstmal eine Strukturierung erwarten. Also ich weiß ja noch gar nicht, in welchen Überschriften möchte ich denn diesen Artikel schreiben lassen oder formulieren und strukturieren. Also sage ich erstmal, erstelle mir Unterüberschriften zum Thema Lohnfertigung. So. Du siehst schon, meine automatische Korrektur hier hat sogar einen Rechtschreibfehler produziert, aber das macht nichts, das Tool kann trotzdem damit arbeiten. Du siehst, im Prinzip werden jetzt hier Überschriften zusammengebaut, die eben schon sehr zusammenhängend sind. Ja, also was ist Lohnfertigung, was sind die Vorteile von Lohnfertigung, in welchen Anwendungsbereichen gibt es das, diese Möglichkeiten? Auswahl des richtigen Lohnfertigers, Qualitätskontrolle, Kosten. Also du siehst im Prinzip auch schon die Didaktik, der Aufbau der Überschriften bis hin zu Trends und Zukunftsaussichten ist sehr durchdacht. Ich nehme jetzt einfach mal eine Überschrift hier raus. Wir starten mal direkt mit der ersten. Was ist Lohnfertigung? Formuliere einen Absatz zu. Was ist Lohnfertigung? So, und jetzt kann ich mir im Prinzip diesen Ratgebertext, diesen Text, den ich für meine Website gebrauchen wollen würde, hier schreiben lassen. Du siehst, manchmal braucht er ein bisschen länger, so wie jetzt in diesem Fall. Kannst dann aber quasi live sehen, wie jetzt ein Text geschrieben wird. Es gibt hier, während er noch rechnet, also das ist ein schönes Beispiel jetzt auch, was schon mal für Probleme auftauchen können. Also dieses Tool ist manchmal ein bisschen langsam. Wir hatten gestern in einem Beispiel auf einmal englische Ergebnisse und damit siehst du schon, okay, es ist eben nicht immer so zuverlässig, wie es sein könnte. So, bei dem Thema Lohnfertigung, wenn du dich in dem Bereich auskennst, weißt du schon, okay, es gibt unterschiedliche Bereiche, Kunststoff, Metall, nach Stunden, Serienfertigung, Einzelfertigung, große Dienstleister, kleine Dienstleister, Bauteilthemen und was weiß ich. Und das ist natürlich alles jetzt eine Information, die diese KI bräuchte, oder das sind Informationen, die diese KI bräuchte, um den richtigen oder sinnvollen Text zu schreiben. Das heißt, das Briefing, formuliere einen Absatz zu, was ist Lohnfertigung, ist eigentlich erstmal geht so, liegt aber am Anwender, in dem Fall mir, der es dir jetzt hier offensichtlich hier gerade falsch vormacht. Kommt darauf an, wo der Artikel darauf hinauslaufen soll.
Aber es gibt im Prinzip hier immer wieder die Herausforderung, dass du den Text, der jetzt gerade erstellt wird, natürlich immer sehr konkret briefen musst und im besten Fall nicht nur vorneweg gut briefst, sondern auch nach hinten auch gut redigierst mit Textern, mit Redakteuren, das Ganze eben entsprechend nochmal aufbereiten musst, weil das Ergebnis in der Regel nicht zu 100% verwendbar ist. Aber warum du es auch nicht so direkt verwenden solltest, das sage ich dir auch noch gleich am Ende dieses Videos. Schauen wir erstmal auf den Text. Lohnfertigung, auch als Outsourcing oder Subcontracting bekannt, bezieht sich auf die Übertragung von Fertigungsaufgaben an externe Dienstleister. Ich brauche das jetzt alles nicht vorlesen. Du siehst es im Prinzip in diesem Video. Übrigens auch die Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Einzelteile, Montage, Produkte, Durchführung, Tests, Inspektion. Also im Prinzip alles in dem Bereich aufgreifen. Das heißt, Aufgabe würde ich sagen, in dem Fall schon mal gar nicht so schlecht erfüllt. Jetzt haben wir ja, wenn wir den Anspruch haben, das Ganze in Google auch gut finden zu lassen und auffindbar zu machen, dann brauchen wir eigentlich auch Keywords und einen gut strukturierten Text, gut aufgebauten Text, der eben die Keywords aufgreift. Und die sollte ich natürlich vorher kennen. Und da wäre jetzt die Frage, kann dieses Tool mir das zum Beispiel geben? Also gebe mir Keywords zum Thema Lohnfertigung und dann mal schauen, was spuckt er mir denn jetzt hier aus? Und ich lasse es mal bewusst eben genauso unkonkret, dass ich halt nicht sage CNC-Lohnfertigung, Kunststoff-Lohnfertigung oder was auch immer. Genau. Das ist natürlich jetzt hier nicht sehr konkret, was er macht. Externe Dienstleister, Herstellung von Einzelteilen, Kosten senken, Risiko minimieren. Naja, also ich würde mal sagen, wenn das jetzt hier bei uns in-house so laufen würde, dann wäre das eine durchgefallene Note. Warum? Weil, wenn jetzt jemand nach einem Lohnfertiger sucht, dann geht es ja um einen Lohnfertiger für Automotive zum Beispiel im Anwendungsbereich oder für einen Lohnfertiger mit einem technischen Skill, CNC-Teile, CNC-Fräse oder eben auch dem jeweiligen Bauteil, Lohnfertiger Holz, Lohnfertiger Kunststoff. Also du siehst, die Bandbreite, die ich eben berücksichtigen müsste, um diese Aufgabe professionell zu erfüllen, die ist nicht so einfach abbildbar mit so einem Tool, ohne dass man eben auch viel Zeit reinsteckt. Was aber sehr wohl sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel auch, wenn man sagt, okay, ich möchte mal, weiß ich nicht, neben den Keywords vielleicht zum Beispiel einfach eine Meta-Description für meine Suchmaschinenoptimierung, damit ich eben in Google, das ist dieser Schnipsel, den man sieht im Suchergebnis, da eben einen guten, ja, Textschnipsel, einen guten Einstieg in meine Internetseite gewährleiste. Formuliere eine Meta-Description in 150 Zeichen für die Website. Und jetzt machen wir einfach mal einen Test. Ich hatte eben einfach mal gegoogelt, diese Website hier gefunden und sage eine Meta-Description 150 Zeichen für die Startseite dieser Website. So, mal schauen, was dabei jetzt rauskommt. Entdecken Sie die Vorteile der Lohnfertigung mit Stepcraft Systems. Wir bieten erstklassige Fertigungstechnologien. Ja, doch. Ja, passt, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob die Lohnfertigung machen. Das habe ich jetzt nicht gegenüber geprüft. Ich glaube nämlich nicht. Also auch da wieder so ein kleiner Bug, ne, den so ein System eben hat. Ich will es natürlich nicht schlecht reden. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, das ist schon echt beachtlich, was man hiermit machen kann und wenn man es eben auch gut bedient, was dabei rauskommen kann als Ergebnis. Man muss es aber eben auch immer im Vier-Augen-Prinzip, also Monitor und Zwei-Augen-Prinzip, überprüfen oder eben im besten Fall einfach mit einem professionellen Redakteur und Texter diese Sachen angehen. Wo sich das Ganze auch lohnt, wo es spannend ist, wenn man jetzt mal über diese Meta-Description, über diese kleinen, einfachen Texte spricht, dann zum Beispiel kann ich auch sagen, in dem Bereich Glossartexte, Wikitexte, also alles das, wo man einfach so 3-4 Sätze braucht einfache Dinge, die man auf seiner eigenen Website unterbringen möchte. Und dann in der Regel schreibt diese KI Texte, ich glaube so um die 200 Wörter, wenn ich gerade nicht falsch liege. Und genau das kann man zum Beispiel auch, das ist ein nächster sehr guter Anwendungsfall, neben diesen ganzen Wiki- und Glossarthemen, zum Beispiel auch für Produkte machen. Ich habe jetzt einfach mal hier so ein Kühlschrank, der mir eben vorgeschlagen wurde, aufgerufen auf Amazon und ich zeige dir mal, was er macht, wenn ich jetzt sage, schreibe einen Produkttext zu diesem Produkt. So, zack. Okay, das ist natürlich jetzt ein ordentlicher Link, aber wir nehmen den mal. So, und du siehst schon, also die KI ist auch in der Lage,
einfach Inhalte von einer Website runterzuziehen, zu sagen, der Samsung-Kühlschrank mit Space-Technologie, ein innovatives, stilvolles Gerät. Also das macht schon was her. Das ist ein brauchbarer erster Input, Inhalt, den man weiterverwenden kann. Und genau so solltest du es eben auch sehen. Also es geht halt nicht darum zu sagen, okay, ich werfe jetzt hier was rein und kriege einen fertigen Text raus, sondern man muss da eben natürlich nochmal drüber gehen. Wo wir große Bugs feststellen bei diesem Tool oder bei den Tools, die da eben so auch sich daraus entwickeln aus dieser Technologie, ist eben das ganze Thema Verkaufspsychologie, ja? Also vertrieblich orientierte Inhalte, Copy-Texte für das Thema Sales, weil es ist natürlich wunderbar, wenn du lauter informelle, tolle Inhalte auf deine Website packst, aber das ist ja nicht das Ziel, das ist ja nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist, dass diejenigen, die auf deine Website kommen, genauso betrachten wir es, auch das machen, was du von ihnen willst, nämlich eine Anfrage stellen, einen Verkauf auslösen oder ähnliche Dinge. So, ich glaube, wenn wir jetzt über das Thema Trends sprechen, so schön, wie es auch eben das Tool vorgeschlagen hat, dann können wir noch ganz schön viel Bewegung in diesem Markt sehen, weil aus dieser Technologie, die eben für viele zugänglich gemacht wurde, sich gerade ganz viele unterschiedliche Tools entwickeln. Man muss dazu sagen, die sind alle auf einer unterschiedlichen Basis. Also der eine hat eben Inhalt aus oder bis 2021, der nächste bis 2022, aber jetzt so zum 2021, so rum. Aber bis zum letzten Jahr reicht es eben nicht zurück. Also 2022, 2023 ist quasi nichts da. Und das heißt, auch da ist natürlich wieder Nacharbeit und Aufwand nötig. Ich glaube, wenn wir mal so einen Blick in die Zukunft wagen, dass wir da mit Sicherheit noch ganz spannende Dinge erleben werden, weil was jetzt ja passiert, ist, dass jeder in der Lage ist, irgendeinen Inhalt zu erstellen zu lassen. Und genau das ist eben auch ein Problem, insbesondere für Google. Wenn wir über Suchmaschinenoptimierung sprechen, sprechen wir über Inhalte, die Google gerne empfiehlt. Und Google empfiehlt, mindestens mal nach dem Update aus dem letzten Jahr, Helpful Content Update, nützliche Inhalte. Ja, also Inhalte, die eben nicht nur einzigartig sind, also das heißt, die sich nicht irgendwo wiederholen, sondern die eben auch laut Google Algorithmus Verständnis auch dem Benutzer helfen. Und wenn ich natürlich nur Wischiwaschi Kauderwelsch aus irgendwelchen vorhandenen Daten auf meiner Website anders verpackt habe, dann wird das mit Sicherheit auch irgendwann eine KI wie die von Google erkennen. Und mit Sicherheit werden sich an dieser Stelle, ich sprach am Anfang von Gefahren, viele Websites aus dem Algorithmus verabschieden, weil jetzt möglicherweise jemand sagt, okay, ich nutze diese KI und baller meine Website voll mit irgendwelchen Texten. Wir hatten das gerade heute Morgen noch mit einem Kunden im Gespräch, der gesagt hat, ja, wir machen das erstmal voll und dann können wir drüber gehen. Das ist eine ganz schön schlechte Strategie. Es gibt jetzt schon Tools, die die Originalität detekten, also detect KI-Content, die prüfen, kann das möglicherweise eine KI geschrieben haben und auch das wird sich schärfen. Ja? Also wir werden so diese Lager kennenlernen. Aber worauf ich persönlich am meisten gespannt bin, ist auf die Tatsache, was macht denn Google aus der ganzen Geschichte? Google als größte Content-Verwertermaschine, wenn man so will, und Content-Interpretationsmaschine wird mit Sicherheit eine spannende Antwort auf diese Situation haben. Und wenn du dich fragst, wie entwickelt sich das weiter, wie gehen auch wir bei unseren Kunden mit all diesen Themen um, dann kannst du sehr gerne diesen Kanal abonnieren und alternativ auch gerne mal auf unserer Internetseite www.philposch.de eine kostenlose Potenzialanalyse buchen, in der wir uns ganz genau ansehen, was passiert denn in deinem Markt, welche Bewegung ist da so drin und vor allen Dingen, wie können wir das Potenzial Anfragen in deinem Markt für dich persönlich, für dein Unternehmen online angehen. Ich freue mich jetzt schon aufs Gespräch mit dir. Bis dahin, dein Phil.